Ja, meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online. Ich habe mich informiert, ich weiß jetzt über die Apartments Bescheid. Also, es gibt einmal billige Apartments für so 80.000, 100.000. Da hat man nur zwei Garagenplätze und die sehen auch von innen kacke aus. Aber alle ab 200.000 Dollar sehen von innen gleich aus. Egal, ob ich 200.000 ausgebe, 217.000 oder 400.000. Die sehen von innen alle gleich aus, genau gleich. Das Einzige, wofür man bezahlt, ist erstens die Location auf der Karte, denn es gibt ja welche, die sind zum Beispiel vielleicht da und dann gibt es welche, die sind da. Das ist die Frage, wo man lieber ist. Und was auch wichtig ist, ist die Aussicht aus den Fenstern. Und gut, ich habe jetzt halt am Start hier 670.000 Dollar. 400.000 ist ziemlich teuer, wenn man bedenkt, dass man für 200.000 quasi dieselbe Wohnung hat, nur mit schlechterer Aussicht. Aber ich denke mir, wir haben so viel Geld und ich will ja auch noch mir andere Sachen verdienen, und wenn ich mir schon mal jetzt eine Wohnung hole, ich meine, wahrscheinlich, wenn ich später sonst viel Geld hätte, würde ich mir die 400.000 eh noch holen, auch wenn da nur die Aussicht besser ist. Also kann ich das auch jetzt schon machen, finde ich, auch gut, wenn es wenig Sinn hat. Aber ich mache es trotzdem, einfach weil die Aussicht schöner ist. Wir gehen wieder ins Internet, auf Dynasty 8, auf die Karte, auf die Ninja Turtle Karte. Und dann soll man sich kaufen das für 391.000, weil die sind alle in den Eclipse Towers, ja, diese Apartments hier. Vier Stück, da gibt es eins für 382.000, eins für 391.000, eins für 373.000 und eins für 400.000. Und der Unterschied ist nur die Höhe im im Gebäude. Das ist in der fünften Etage, also sehr weit unten, Aussicht dementsprechend schlecht. Dann in der neunten ebenfalls schlecht. Dann das teuerste Apartment im ganzen Spiel auf Etage 31. Und dann auf Etage 40, also noch höher, ist dann das 391.000er. Und das werde ich mir jetzt kaufen. Klingt krank, macht wenig Sinn, aber egal, geh mit mir. Zack, habe ich nur noch 280.000 statt 670.000. Ist immer noch ein ordentliches Sümmchen, können wir immer noch was machen. Aber egal, der amerikanische Traum. Mechaniker. So, und jetzt können wir erstmal zu meiner Wohnung fahren. Das ist jetzt also eine dicke Wohnung, da kann ich Party machen, da kann ich meinen Wagen speichern. Ich kann jetzt auch mehr Wagen haben, weil ich habe jetzt 10 Garagenplätze. Einer davon ist natürlich dann belegt mit diesem schönen Wagen hier, aber wir können auch noch weitere geile Karren da drin haben. Als nächstes werde ich mir dann einen Dominator besorgen. Habe ich da gerade schon einen gesehen? Wenn ja, nehmen wir den nämlich direkt mit, weil meinen persönlichen Wagen finde ich ja immer wieder. Doch, das ist ein Dominator, den nehme ich direkt mit, weil dann brauche ich den nicht mehr suchen, den will ich dann auch zu meinem Zweitwagen machen. Also das sind die beiden offiziellen Crewwagen, der Oracle von Übermacht und der Rapid Dominator. Das sind so die offiziellen Crewwagen, von denen jeder Crewmember eigentlich einen haben sollte. Und das, den möchte ich also auch haben, den zweiten. Der kommt also mit in meine Garage, den nehmen wir direkt mit zur Wohnung. Da muss ich weiß gar nicht, ob ich vorher einen Chip einbauen muss oder ob ich den auch so da reinstellen kann. Das gucken wir dann. Oh, ich glaube, in Orange gefällt er mir noch besser. Moment. Der kriegt zwar dann eh die Crewfarbe, aber wir können ihn ja schon mal, wenn er jetzt gerade hier steht, in Orange nehmen. So, nehmen wir den in Orange, nehmen den mit zum Apartment und gucken uns da mal ein bisschen um. Auch wenn das natürlich etwas schlechtes Wetter ist gerade für sowas. Egal. Also ja, wie gesagt, wenn ich das 200.000 Apartment gekauft hätte, hätte ich das gleiche Apartment. Halt mit einer anderen Aussicht und an einem anderen Ort auf der Karte. Nur ich denke mir halt, jetzt hat man mal so das Geld geschenkt bekommen. Ich habe es eh nicht verdient, sondern einfach nur so hingeschmissen bekommen. Dann kann ich mir auch direkt die teuerste Wohnung holen. Und für Wagen und so weiter kann ich dann immer noch mehr Geld verdienen. Ich habe ja auch noch 200.000. Und davon werde ich zum Beispiel mir den Oracle zum Privatwagen machen, werde mir die Crewfarbe freischalten und so weiter und so fort. Der ist sogar ein bisschen schneller als der Oracle, glaube ich. Steuert sich halt ein bisschen schlechter, weil er ein Muscle Car ist. Aber schick ist er auf jeden Fall. Jetzt vielleicht nicht mehr, aber... Also, wir müssen hier lang, dann da hoch und dann ist da der Tower, Empire Towers. Und da ist meine Garage. Mal gucken, kann ich den da reinfahren? Ja. Und dann parken wir den nämlich da. Du kannst Fahrzeuge in deiner Garage sicher abstellen, dort haben andere Spieler keinen Zugriff auf sie. Das ist meine 10er Garage also jetzt. Es gibt auch Immobilien mit 6 Plätzen und es gibt auch welche mit 2 und es gibt auch einfach nur Garagen. Jede Garage hat einen Mechaniker, der die Fahrzeuge instand hält und sie zu dir bringen kann. Ruf ihn an, um seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Der Mechaniker kostet dich 50 Dollar am Tag. Ja, egal, das ist super, der kann mir also Autos vorbeibringen. Wenn du ein Fahrzeug in deiner Garage abstellst, wird es mit einem Peilsender versehen. Wenn du es dann aus der Garage fährst, wird es zu einem deiner persönlichen Fahrzeuge. Und wird auf der Karte angezeigt, damit du es leichter wiederfindest. Ach so, jetzt habe ich automatisch also das zu meinem Auto gemacht.
Und wenn ich das loswerden will? Um die Garage zu verlassen, lauf zum Ausgang oder steig in ein Fahrzeug und fahr hinaus. Also, der steht jetzt in meiner Garage und gehört jetzt mir. Den werden wir natürlich dann auch noch in die Crew-Farbe tunen. Das ist jedenfalls der zweite offizielle Crewwagen neben dem Oracle. Und wie komme ich jetzt von hier aus in meine Wohnung? Ich glaube, mit dem Aufzug. Ah, hier darf ich nicht laufen, okay. Aber es schickt meine Garage, finde ich. Ordentlich Platz drin. Mal gucken, wir müssten jetzt auf Etage 40 fahren. In deinem Apartment kannst du Fernsehen und dir CCTV ansehen. Du kannst dir auch duschen, um dir das Blut abzuwaschen. Du spawnst in deinem Apartment, wenn du GTA Online startest. Das lässt sich allerdings im Pausemenü ändern. So. Willkommen in meiner neuen Bude. Die sieht, wie gesagt, bei $200.000 genauso aus, wie sie jetzt auch aussieht. Hier haben wir dann auch so einen, die Blaupause von der Karte, die ich im Übrigen auch bei mir an der Wand zu Hause hängen habe. Ninja Turtle und so. Da wird gemunkelt, dass wenn später Raubüberfälle im Multiplayer eingeführt werden, dass man die dann da auch machen kann. Hier kann man, glaube ich, ins Internet. Ja, genau. So, was haben wir hier noch? Kunst. Also ist auf jeden Fall ein ziemlich großes, schickes Apartment. Da kann man eine Bon rauchen, da kann man sich hinsetzen, Fernsehen gucken auf dem großen Flatscreen hier. Hier haben wir so eine Sofa-Ecke, kann man gut zocken und Fernsehen schauen. Und das ist eben hier die Aussicht und ja, das ist so ziemlich mit die beste Aussicht im ganzen Spiel. Und deswegen kostet das eben mehr als das 200.000 Apartment. Guck mal, hier kann man nämlich, oh, guckt euch das an. Ja, das ist so ziemlich die beste Aussicht eben, die man haben kann. In diesem Spiel, wenn dann die Sonne scheint, sieht man auch noch ein bisschen weiter und das sieht auch alles ein bisschen besser aus. Und bei einem 200.000er, wenn du Pech hast, schaust du halt irgendwie auf ein Haus oder irgendwie sonst in den Hinterhof und hier hat man halt eben wirklich tolle Aussicht auf die Stadt und auf Vinewood. Ganz schick auf jeden Fall. Hier haben wir ein Teleskop-Ding, damit können wir, Fernrohr, damit können wir hier die Stadt anschauen. Dann haben wir hier, einen Kamin, wunderschön. Hier können wir Wein trinken und einen grünen Saft trinken und, was können wir hier noch machen? Ich glaube, man konnte auch irgendwo noch was anderes trinken, Rum oder Whisky oder so. Ja, das war's eigentlich auch schon. Man kann also in der Wohnung hier abchillen, man kann Leute einladen, die können dann mit hier rein, können dann auch Bon rauchen und so weiter. Hier kann man, genau, hier kann man Whisky trinken. Man kann eine Stripperin hier einladen und dann haben wir da unten noch eine Dusche, da gehen wir auch noch schauen. Jetzt fragt ihr euch, woher weiß ich das alles schon? Ich war schon im Multiplayer bei anderen Leuten mit in der Wohnung, die auch die ähnliche haben. Beziehungsweise die haben da die 400.000er, die aber leider 9 Etagen unter der hier ist. Also ich verstehe nicht, warum die 400.000 kostet und die 391.000, weil die gleich sind und hier die bessere Aussicht sein müsste. Aber okay, hier haben wir ein Bett, da können wir uns auch schlafen legen. Dann, was haben wir noch hier im Angebot? Einen begehbaren Kleiderschrank, da können wir die Klamotten wechseln. Müsste ja hier das Badezimmer sein, ne? Ja. Hier haben wir das Badezimmer, da können wir duschen gehen. Machen wir das mal eben. Oder nein, kann ich gerade nicht. Warum auch immer. Sollte ich eigentlich können, jedenfalls. Man kann hier duschen. Badezimmer und so, ne? Einmal die Wohnung gezeigt. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ist halt eine schicke Wohnung auf jeden Fall, nur man kann halt genau dieselbe auch für 200.000 haben. Ich dachte mir jetzt nur bei der Aussicht, dann zahlen wir da halt für. Und das hat man ja dann auch für immer in GTA Online, also... Ja, das ist meine Wohnung und ab jetzt kann ich also Leute hier in diese Wohnung einladen. Wunderbar, dann gehen wir also wieder zurück in die Garage, nehmen uns mal den Dominator und gehen mit dem mal ein bisschen tunen. Zumindest die Crew-Farbe dran machen. Und willkommen zurück in der Garage. So, jetzt bin ich mal gespannt, da müsste ja jetzt ein Peilsender dran sein an dem Auto. Deswegen setzen wir uns da mal rein und fahren raus. Radio Gaga. Okay, den haben wir auf jeden Fall. Jetzt mal gucken. Dann habe ich mir nämlich den Peilsender gespart. Ich muss den dann nur noch versichern, damit der auch, ja, meiner bleibt. Mal gucken. Ja, der hat tatsächlich jetzt so ein Zeichen dran. Die Frage ist jetzt nur, wo ist mein anderer persönlicher Wagen?
Oder gibt's wirklich nur einen? Weil dann wäre mein Oracle ja jetzt weg. Oder ich muss den dann immer wieder liefern lassen für für 1000. Naja, so oder so fahren wir erstmal zum Paint Spray. Los Santos Customs heißt es ja jetzt. Nur weil mir der andere Wagen gerade nicht auf der Karte angezeigt wird, denke ich mir nur, wo ist denn jetzt mein anderer persönlicher Wagen? Aber der wird schon irgendwo sein. Oder wenn er weg ist, okay, dann muss man die wirklich immer in der Garage abstellen. Ich dachte jetzt, man hat dann quasi 10 Wagen mit persönlichem Zeichen auf der Karte irgendwo. So, einmal links rein bei Los Santos Customs. Und mal eben da reinfahren. Versichern lassen, Crewfarbe machen und so. Rapid Dominator. Reparieren, so. Schutz vor Diebstahl und Verlust. Vollkasko, 4375 kostet das Ding. Egal, machen wir dran, damit haben wir den versichert. Wie teuer die ganzen Sachen sind, ne? Ich will jetzt nur die Lackierung machen. Oh, ich darf auch das Crew-Emblem schon drauf machen. Kostet 25.000. Machen wir auch gleich. Aber erstmal die Primärfarbe mit der Crew-Farbe. 25.000 kostet das. Darf ich das auch bei Matt? Matt Crew, gibt's das auch oder gibt's das nicht? Weil ich will eigentlich den in Matt haben. Ich stehe ja so auf Mattfarben, dann müsste ich jetzt Matt Limettengrün nehmen. Das sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus. Kostet allerdings auch 17.500. Aber gut, wenn ich die Crewfarbe nämlich nehme, dann ist das Metallic. Und das mag ich eigentlich nicht so. Ich mag lieber Matt. Wieso wird denn immer noch ein Stern angezeigt? Mein Gott, ich bin doch jetzt mal überall durch, oder? So, jetzt bin ich aber einmal durch. Ja, Stern ist weg. Wunderbar. Und hier auch einmal durch. Stern weg. So. Also, bei der Crewfarbe, gut, die kostet 25.000, aber das ist halt leider dann nicht in matt. Deswegen mache ich das jetzt in matt Limettengrün. Das sieht dann der Crewfarbe ziemlich ähnlich. Und bei der Sekundärfarbe nehme ich dann matt grau. Und jetzt noch das Crew-Emblem drauf. Und dann ist es mein Wagen. Ja, wunderbar. Damit haben wir den soweit fertig. Kann ich jetzt vielleicht noch verfelgen oder irgendwas? Nee, verkaufen will ich den nicht. Ja, einen Spoiler können wir noch dran machen. Die Felgen vielleicht noch. Boah, sind die teuer. Felgen sind ja scheiße teuer. Oh mein Gott, ey. Ja, egal. Man hat nur einmal im Leben Geld. Felgenfarbe. Limettengrün schalte ich erst frei, wenn ich 24 weitere Monster-Stunts geschafft habe. Okay, dann machen wir mal schwarz. Schusssichere Reifen, 25.000. Ey, wie teuer die ganzen Sachen sind. Ist ja schlimm.
Now that's a custom job. So, dann bin ich soweit erstmal fertig. Flash ist mit auf dem Server. Oh, da explodieren irgendwelche Sachen da hinten. Mal gucken, was der da macht. Der macht da irgendwie Chaos. Ach, der fährt ihm mit dem Panzer durch die Gegend. Der macht hier ein bisschen Terror. Der schießt hier alles zusammen anscheinend. Ich glaube, der hat locker 5 Sterne. Da sollte ich mich vielleicht ein bisschen von fernhalten, sonst war es das mit dem neuen Auto ganz schnell. Was macht der denn da für einen Terror, ey? Alter Schwede. So, ich glaube, den Wagen speichere ich jedenfalls erstmal in meiner Garage. Und dann gucke ich mal, wo mein Oracle geblieben ist. Ach, guck mal, da steht er. Das sind jetzt also meine beiden Crew-Autos, die in den offiziellen Farben sind. Und andere Autos kann ich dann natürlich auch in anderen Farben machen, aber die Crew-Autos sind auf jeden Fall... Warum ist da jetzt kein Logo mehr drauf eigentlich? Die Crew-Autos sind auf jeden Fall in der Crew-Farbe. So, nehmen wir mal den Oracle mit. So, Flash ist bei mir mit drin. In der Lobby, aber auch der einzige, ne, der mit drin ist, glaube ich, ja. Fahren wir nochmal mit dem Ding auch zu Los Santos Customs. So, fahren wir kurz in die Tuning-Werkstatt, dann machen wir da nämlich auch noch das Crew-Emblem drauf. Kostet auch wieder 25.000, warum ist denn das so scheiße teuer, hör mal. Alter Schwede, ey. Thank you.
Also warum das so verdammt teuer ist, das scheiß Crew-Emblem da drauf zu machen, wüsste ich gerne. Naja, das muss ich eh nur auf zwei Wagen machen, denn das sind meine offiziellen Crew-Wagen. Insofern, das war's eigentlich schon. Also jetzt haben wir jedenfalls ein Apartment, die beiden Crewwagen, das Geld habe ich bekommen, das wollte ich euch zeigen. Damit habe ich eigentlich alles erledigt und er hält ja schon wieder die Haftbombe aus dem Fenster. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit Leuten, die mitspielen, das ist dann auch spannender. Ich werde mir nochmal eben in dem Internet angucken, was so die Autos kosten, je nachdem werde ich mir nochmal eins holen demnächst. Und dann ist das Geld auch schon weg, was von Rockstar kam. Aber gut, das war auch die Hauptinvestition, natürlich die Wohnung. Wie kann ich denn Leute in mein Apartment einladen? Hör mal. Wie lade ich dich ein? Fragezeichen. Ah, einladen im Apartment. Da, okay, hat sich schon erledigt. Aber jetzt ist auf dem anderen auch wieder das Crew-Emblem drauf. So, einmal für die Crew eben ein Foto machen. Nice, nice, sagt er. Ja, das sind meine beiden Crewwagen, hör mal. Und der kann jetzt eben dann auch mit in meine Wohnung, wenn ich den eingeladen habe, wie ihr seht. Jetzt müssen wir kurz warten, dann müsste der eigentlich auch reinkommen. Ja, da ist er. Seht ihr? Ist jetzt auch in meiner Wohnung und mit dem kann ich jetzt einen saufen zum Beispiel. Hör mal, das ist eine Nichtraucherwohnung. Was macht der denn da oder futtert der? Der haut da irgendwelche Dinge auf meinen Boden, der macht hier die Wohnung voll Müll. Erstmal mehr kippen. Guck mal, der macht hier die ganze Wohnung dreckig. Trinkt hier Bier und Cola und raucht in meiner Wohnung. Und ich werde langsam besoffen. Ist mir bald egal. Der ist besoffen. Hör mal, du machst die ganze Wohnung dreckig. Ah, guckt mal, die Aussicht aus meiner Wohnung ist doch jetzt echt extrem schön hier.